Wir wollen uns einem anderen Thema widmen, das auch im Kabinett gewesen ist heute und das ich Ihnen eingangs schon geschildert habe, nämlich da hat ja der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, dem Kabinett seinen Bericht vorgestellt, seinen Bericht zu dem, was ihm Hinterbliebene und Opfer und Angehörige von Opfern erzählt haben zu dem Anschlag am Breitscheidplatz. Diese Pressekonferenz beginnt jetzt in wenigen Augenblicken. Da wird Kurt Beck seinen Bericht vorstellen. Er hat auch die diverse Vorschläge dazu gemacht, wie denn in Zukunft mit Opfern und mit Hinterbliebenen von terroristischen Anschlägen umgegangen werden soll. Unter anderem empfiehlt er die Einrichtung von Anlauf- und Betreuungsstellen unmittelbar am Tatort, um die Hinterbliebenen möglichst früh zu informieren. Es geht auch um eine höhere Entschädigungszahlung. Im Moment, das muss man sich mal vorstellen, ist die Lage so, dass Eheleute für den Tod eines Partners 10.000 Euro erhalten, Geschwister eines Getöteten 5.000 Euro. Und dazu hat Kurt Beck im Vorfeld dieser Pressekonferenz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon gesagt, in anderen europäischen Ländern sowie in Amerika, also in den USA und in Israel, gibt es zum Teil deutlich höhere Leistungen. Deutschland müsse nachziehen, höhere Beiträge unabhängig von der Nationalität des jeweiligen Opfers seien dringend nötig. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Uhr. Es müsste eigentlich in wenigen Sekunden beginnen. Da ich hier im Moment keinen Ton aus der Bundespressekonferenz vorliegen habe, harre ich einen kurzen Moment der Dinge und warte auf ein entsprechendes Kommando. Werfen wir vielleicht noch einen Blick. Die Hinterbliebenen hatten und Angehörige der Opfer übrigens hatten die Bundeskanzlerin sehr scharf kritisiert, weil sie sich bislang nicht mit Hinterbliebenen getroffen hat. Das will sie nun nachholen. Am 18. Dezember, also am Vorabend des Jahrestages des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt dort. Gestern ist ja die Bundeskanzlerin überraschend auch dort gewesen, hat mit Schaustellern und Polizisten gesprochen und sich ja da nochmal umgehört und auch sich insbesondere mit Ausstellern da getroffen, die sich vor einem Jahr ganz besonders um Opfer und Verletzte gekümmert haben. Den Ärger, den es gegeben hat, bei den Angehörigen, auch bei Verletzten bei diesem Anschlag. Dazu hat sich Kurt Beck auch geäußert im Vorfeld. Er hat gesagt, den verstehe er. Und er sei ja vor allem deshalb entstanden, weil die Menschen gesehen hätten, wie Frankreich beispielsweise, aber auch andere Staaten mit Hinterbliebenen von Terroropfern umgeht. Da scheint also Nachholbedarf zu sein. Und insofern wird ganz interessant sein, was auch Heiko Maas dazu sagt, heute in dieser Bundespressekonferenz gleich der Geschäftsführer Bundesjustizminister, denn das ist ein Bereich, der in sein Geschäftsfeld gehört. Und er hat sich ja, wie gesagt, auch schon durchaus positiv geäußert. Auch im Vorfeld dieser Pressekonferenz wörtlich: Die Vorschläge von Kurt Beck sollen zügig umgesetzt werden, um zentrale Strukturen auf Bundesebene zu schaffen. So, und ich denke, jetzt gebe ich einfach mal ab in die Bundespressekonferenz. Dazu gehört zum Beispiel die Feststellung. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen. Kurt Beck, der Beauftragte der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Und dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas. Es geht um den Abschlussbericht für den Terroranschlag am 19. Dezember. Und Herr Beck, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich muss in diesem Kreis nicht daran erinnern, dass wir nächste Woche eine Gedenkveranstaltung haben anlässlich des Jahrestags dieses schrecklichen Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz. 12 Menschen haben ihr Leben verloren. Über 70 Menschen sind verletzt an Leib und Seele, darunter solche, die heute noch wegen ihrer körperlichen Leiden in Behandlung sind, oft in einem Wechsel zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die zusätzlich zu körperlichen Schäden auch schwer traumatisiert sind, aber eben auch Menschen, die mittelbar das Geschehen wahrgenommen haben und die mit schweren Traumata noch in Behandlung sind. Wir haben
132unterschiedlich Betroffene, mit denen wir uns befassen und mit deren Schicksal. Und wir haben etwa 80 Menschen, die in ganz besonderer Weise beeinträchtigt sind. Ich will zunächst einen Blick werfen auf die Situation der Menschen, die einen Angehörigen verloren haben oder die selber schwer verwundet sind, oft ein Leben lang behindert, in einigen Fällen schwerst behindert, im wahrsten Sinne des Wortes aller menschlichen Voraussicht nach bleiben werden. Mir begegnet immer, und das ist in dem Bericht auch nachzuvollziehen, die Frage, wie konnte das geschehen, die Frage nach dem Warum. Und jeder Bericht, der über den Täter, über ein Amri erscheint, und jeder Hinweis darauf, dass es Versäumnisse gegeben hat bei der Überwachung, bei der Feststellung, wo sich der Täter vor dem Attentat aufgehalten hat, reißt die Wunden der betroffenen Menschen erneut auf. Mir wird aber auch immer wieder geschildert, dass jedes andere Ereignis terroristischer Art, dieser Tage wieder in New York, für die Menschen all die Erlebnisse, die sie beginnen zu verarbeiten, dann wieder so aktuell hervortreten lassen, dass die traumatischen Erfahrungen alles andere wieder in den Hintergrund drängen, was an positiven Entwicklungen durch entsprechende Hilfe eingetreten ist. Ich glaube, wenn man sich mit der Frage befasst, was ist denn die Besonderheit an diesem Terroranschlag, dann kann man sicher nicht Tote von anderen Gewalttaten oder Tote aus schweren Verkehrsunfällen oder Ähnliches aufrechnen gegen diesen Terroranschlag. Aber es kommt hier doch diese ganz besondere Sinnlosigkeit dazu. Und die Frage, da wollte einer die ganze Gesellschaft treffen, die Art des Lebens, die Kultur in Deutschland, in Europa. Und warum unsere Angehörigen, warum wir sozusagen stellvertretend für die gesamte Gesellschaft. Diese Verzweiflung, die aus diesen Überlegungen hervorkommt, denn man hat ja keine Antwort darauf, die den Menschen wirklich eine Orientierung geben kann, das macht, glaube ich, die Besonderheit aus. Und deshalb ist in meinem Bericht auch der Vorschlag enthalten, nicht eine allgemeine Vorsorge für Opfer zu schaffen, die auch, aber für Terroropfer eben eine besondere Ansprechstelle zu installieren. Ich will auch daran erinnern, dass es unmittelbar nach dem Ereignis Erfahrungen gegeben hat, die sich nicht wiederholen dürfen. Man muss sehen, und auch das ist die Besonderheit eines Terroranschlags gegenüber beispielsweise einem schweren Unfall mit vielen Verletzten oder toten Menschen. Hier kommt die Frage dazu, unmittelbar nach dem Geschehen, geht erneut in diesem Fall von dem LKW und dem Täter, der ihn gesteuert hat, Gefahr aus durch Sprengstoff, wird erneut geschossen. Also es muss zunächst einmal eine Sicherheitslage hergestellt werden und danach unmittelbar die Hilfe für die Verletzten dann einsetzen. Für Angehörige, die mit dabei waren, die das miterlebt haben, gesehen haben von einiger Distanz, hat das bedeutet, sie durften nicht zu ihren Angehörigen hin, sie wurden zurückgedrängt. Das ist für viele wie eine Zurückweisung zunächst einmal empfunden worden, wiewohl es seinen wohlverstandenen Sinn hat. Und deshalb glaube ich, eine der ersten Schlussfolgerungen muss sein, dass nach dem einem solchen Ereignis von Polizei und Rettungskräften vor Ort gut sichtbar, erkennbar eine Anlaufstelle geschaffen wird,
in der die Menschen aufgenommen werden. Man wird sicher nicht alle Auskünfte geben können, die man sich wünscht. Wo ist mein Angehöriger hingekommen? In welches Krankenhaus? Wie ist die Situation? Ist er unter den Toten? Aber man muss die Menschen aufnehmen. Sie dürfen nicht suchend herumirren. Da hat es Leute gegeben, die sind die ganze Nacht von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren. Oder andere standen vor der Charité und haben gefragt, sind unsere Angehörigen unter den Toten? Die Identifizierung der Toten hat bis zu 3 Tagen gedauert. Das hängt mit einer sehr wohl gut begründeten Vereinbarung international zusammen, dass bei solchen Ereignissen die Identifizierung von Toten entweder auf der Grundlage von Genvergleichen, Gebissabgleichen oder Fingerabdrücken nur geschehen kann. Aber in diesem Fall waren die Opfer identifizierbar, weil die Gesichter nicht entstellt waren, teilweise Ausweispapiere. Und 3 Tage zu warten, zu erleben, dass Polizeibeamte und Polizeibeamten kommen, um Zahnbürsten abzuholen etc., um Genmaterial zum Vergleich zu haben und immer noch keine Gewissheit zu haben, das ist eine furchtbare Erfahrung, die Menschen gemacht haben. Und wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, dass man so etwas wie eine vorläufige Identifizierung in solchen Fällen ermöglicht, um zwar nicht absolute Gewissheit im rechtlichen Sinne, aber doch eben eine Orientierung für die suchenden Angehörigen zu geben. Und es ist ausdrücklich zugesagt, dass über eine gewisse Öffnung, die mir signalisiert worden ist, vom Bundeskriminalamt hinaus, man nach einem solchen Schritt jetzt auch sucht, durch die Politik angeregt. Dass es einige weitere Erfahrungen gegeben hat, die sich nicht wiederholen dürfen, wissen Sie. Nach der Obduktion den Angehörigen eine Rechnung zu schicken und diese Rechnung dann auch mit Mahnhinweisen und mit Inkasso-Hinweisen zu versehen. Ich wollte es gar nicht glauben, dass es so etwas gegeben hat, aber ich hatte einen solchen Brief in der Hand. Es ist sich dafür hat sich die Charité entschuldigt und ich will da nicht nachkarten. Wichtig ist, deshalb berichte ich das auch, dass diese Erfahrungen aufgenommen werden. Und wir waren uns auch bei den Erörterungen heute Morgen im Bundeskabinett einig, dass alle Kräfte, die gebraucht werden nach einem solchen Anschlag, von der Polizei über die Rettungskräfte, über psychologische und psychiatrische Behandlungspersonen, Notfallseelsorgerinnen, Seelsorger, dass alle eben auch solche Ereignisse, ja, so bitter es ist, üben müssen, damit nicht, wenn etwas passiert, was Gott verhüten möge, es den Leuten vor Ort dann auch wieder über dem Kopf zusammenschlägt und dann wieder Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Ich will meine Vorschläge fortsetzen über einen organisatorischen Hinweis. Ich glaube, ich habe es angesprochen, dass es unmittelbar in einem solchen Ereignis eine Ansprechstelle vor Ort geben muss. Aber es muss auch sozusagen Hand in Hand eine Ansprechstelle geben, an die die Menschen dann weitervermittelt werden, wo sie aufgenommen werden mit all den Schritten, die dann zu gehen sind nach dem Ereignis selber. Übrigens eine Lehre, die ich aus Erfahrung gezogen habe, wie man sich in Israel verhält. Ich habe mit israelischen Verantwortlichen geredet. Dort hat man bittererweise die meisten Erfahrungen mit solchen Ereignissen. Und dann dort werden die Betroffenen, die Hinterbliebenen aufgenommen und begleitet. Daraus kommt die Schlussfolgerung, dass eine solche Einrichtung, wie sie mir jetzt im Hause von Herrn Maas zur Verfügung steht,
dauerhaft Standby gehalten werden sollte, um dann im Falle eines solchen Ereignisses sofort ansprechbar zu sein und von der unmittelbaren Hilfe vor Ort dann vermittelt werden können in die weitergehende Betreuung. Von dort aus, glaube ich, kann dann alles andere auch weiter mitgeleitet und umgesetzt werden. Das geht von der Vermittlung von Traumata-Behandlungen. Es gab in Berlin sehr schnell an der Charité entsprechende Angebote. Aber Betroffene sind nicht eben immer nüchtern in der Lage zu sagen, jetzt gucke ich mal im Internet, wo eine solche Einrichtung ist. Da muss man eben auch helfen und beraten und lenken und steuern. Es geht weiter dann in Fragen nicht deutscher Betroffener, der Überführung der Verstorbenen, der Betreuung auch im Kontakt mit den Botschaften derjenigen, die in Krankenhäusern sind und vieles andere mehr. Und es geht eben dann auch darum, dass man die materiellen Hilfen, die bereitgehalten werden, über eine solche Stelle sozusagen als One-Stop-Ansprechstelle lenkt und steuert und die Anträge, die notwendig sind, dort entgegennimmt und sie dann an die zuständigen Stellen weitergibt und dann auch die Bearbeitung und die Behandlung begleitet. Wie wir es dann ab März machen konnten, aber das sollte, das muss unmittelbar einsetzen. Ich glaube, dass es auch notwendig ist, zusammenzuarbeiten mit den Institutionen, die es in ähnlicher Weise beim Außenministerium gibt, NOAH, eine Betreuungsstelle, die Menschen, die im Ausland einen Unfall hatten oder eben einem Terrorakt erlegen sind, nutzen können. Es wird aufgebaut beim Bundesverkehrsministerium auf der Basis von europäischem Recht eine solche Beratungsstelle. Und die Fachleute können miteinander verzahnt werden und vernetzt werden. Das ist der Kernvorschlag meines zweiten organisatorischen Hinweises nach der ersten Phase. Und ich bin froh darüber, dass sowohl von der Bundesregierung als auch vom Bundestag, es liegt ja ein Antrag von 4 Fraktionen derzeit im Deutschen Bundestag, als auch von den Länderministerkonferenzen diese Ideen aufgenommen werden. Ich will im Übrigen die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass wir ähnliche Institutionen nach meiner Überzeugung auch bei den Ländern brauchen. Berlin ist da sehr weit. Und ich nutze auch die Möglichkeit, meinem Kollegen Roland Weber, dem Opferbeauftragten der Stadt Berlin, ausdrücklich zu danken. Wir haben nicht nur kollegial und offen Hand in Hand gearbeitet. Er hat auch gerade in den ersten Wochen, als er allein sich gekümmert hat, Hervorragendes geleistet. Ich komme zu einem weiteren Schritt und will da nicht missverstanden werden, wenn ich über materielle Hilfen rede. Es ist immer deutlich gemacht worden gegenüber den Betroffenen, natürlich kann man materiell das Leben eines Menschen oder die Gesundheit eines Menschen nicht aufwiegen. Dennoch sind diese materiellen Hilfen bedeutend, weil sie Menschen nicht auch noch unter materiellen Gesichtspunkten in tiefe Nöte stürzen. Ich will an einem Beispiel deutlich machen, was ich meine. Da ist jemand tot, der sich bisher um die Miete gekümmert hat. Da ist jemand in einem Fall, sind beide Eltern einer jungen Frau tot. Das sind eben auch Zahlungen zu leisten. Dann ist es eine wirkliche Hilfe, wenn man sich nicht auch darum noch Sorgen machen muss. Und wie geht denn das jetzt alles weiter? Und kann ich das alles verkraften, bevor ich den Verlust verarbeitet habe? Für diese materiellen Leistungen stehen nach unserem Recht in Deutschland 3 Ansatzpunkte zur Verfügung.
Das ist einmal ein Herr de Funk, der beim Bundesjustizamt, das Herrn Maas zugeordnet ist, verwaltet wird. Es gibt zum Zweiten das Opferentschädigungsgesetz, das durch die jeweilig zuständigen Landesbehörden, in Berlin war jetzt zuständig das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Es gibt zum Dritten, wenn, wie in diesem Fall, ein Fahrzeug involviert war in das Ereignis, die Verkehrsopferhilfe, die beruht auf einer freiwilligen Leistung, einem Zusammenschluss der deutschen Versicherungswirtschaft und wird von einer Versicherung jeweils bearbeitet. In diesem Fall war es die Huck Coburg. Mit all diesen Institutionen, mit diesen Einrichtungen, das will ich sagen, habe ich wirklich gut zusammengearbeitet. Und es ist dort konstruktiv gearbeitet worden im Interesse der betroffenen Menschen. Es gibt immer einige Einzelfälle, die wir aber ausräumen konnten, aber das gilt generell. Diese Mittel muss man natürlich betrachten und auf ihre Wirksamkeit und ob sie ausreichend dimensioniert sind. Ich habe, und Sie können das in dem Bericht auch nachlesen, einen Vergleich angestellt, 8 europäische Länder mit Deutschland verglichen, die USA und Israel. Und wenn man diese Vergleiche anstellt, dann sind die Härtefallleistungen im Fall des Todes eines Partners, Ehepartners oder Partner im Zusammenleben oder im Eltern-Kind-Verhältnis in Deutschland 10.000 Euro zu leisten, bei Geschwistern 5.000 Euro, in den Vergleich gesetzt. Wohlgemerkt, man kann keine 1-zu-1-Betrachtungen anstellen, weil da Voraussetzungen in vielen Ländern da sind. Aber wir haben mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle des Opferbeauftragten, denen ich an der Stelle ausdrücklich danke, die arbeiten hervorragend, unglaublich engagiert. Wir haben einmal verglichen, was wäre denn in Einzelfällen gewesen, wenn das in Frankreich, in Spanien oder in Israel gewesen wäre. Wenn man diesen Vergleich anstellt, sind die 10.000 Euro allenfalls im unteren Mittelfeld dieser Auflistung. Und deshalb ist mein Vorschlag, eine deutliche Anhebung vorzunehmen. Das habe ich auch dem Bundeskabinett vorgetragen. Und es ist auf sehr offene Ohren gestoßen und eine positive Prüfung zugesagt. Im Übrigen auch eine positive Prüfung hinsichtlich einer möglichen Rückwirkung für die Angehörigen der Opfer vom Breitscheidplatz. Die weiteren Leistungen nach diesem Härtefonds, die beispielsweise für Behinderte etc. geleistet werden, sind, glaube ich, zielgenau und auch gut dimensioniert. Und das gilt alles in allem auch für die Leistungen, die über Versicherungen etc. dann im weiteren Fortgang erbracht werden. Allerdings haben wir, und das ist der nächste Punkt, auf den ich hinweisen möchte, aus meiner Sicht einen dringenden Regelungsbedarf im Opferentschädigungsgesetz und hinsichtlich der Frage, was wäre gewesen, wenn da ein Brandanschlag oder ein Sprengstoffanschlag gewesen wäre und kein Fahrzeug involviert. Es war eine rechtliche Interpretation, dass das Opferentschädigungsgesetz gilt, obwohl ein Fahrzeug als Tatwaffe benutzt worden ist. Und umgekehrt wäre es nicht so gewesen, hätten wir wichtige materielle Leistungen nicht erbringen können, weil das im Opferentschädigungsgesetz und in den Härtefallleistungen so nicht abgebildet ist. Darüber haben wir mit
den Sozialministerinnen und Ministern von Bund und Ländern, mit den Justizministern, mit den Innenministern geredet, aber heute auch mit dem Bundeskabinett. Und auch der Bundestag hat das aufgenommen. Und ich gehe davon aus, dass es zu einer Novellierung dieser Gesetzgebung kommt. In diese Novellierung, so die Bitte in meinem Bericht, sollte auch aufgenommen werden, die Entschädigung für Nicht-Deutsche und Nicht-EU-Ausländerinnen oder Ausländer, die zu Schaden kommen bei einem solchen Ereignis. Dort gibt es nach den bilateralen Vereinbarungen zwar Regelungen gegenüber der israelischen Familie beispielsweise, die aber deutlich niedriger sind als gegenüber einer deutschen Familie oder einer EU-ausländischen Familie. Das, glaube ich, ist nicht angemessen, zumal andere Länder anders verfahren und das Ereignis als Maßstab nehmen und alle gleich Geschädigten auch gleich behandeln. Ich hoffe, dass wir auch da vorankommen, auch für diejenigen, die nur relativ kurze Zeit in Deutschland kommen, ein weiteres Problem, weil auch da gibt es teilweise Abschläge. Und ich glaube, das ist nicht angemessen. Und ich hoffe und bin da auch zuversichtlich nach den Zusagen, dass wir da zu einer besseren Lösung für die Zukunft kommen werden. Lassen Sie mich, ich will eine Reihe von kleineren Dingen jetzt einfach außen vorlassen, wie Beerdigungskosten, Bemessungen und so weiter. Das können Sie aus dem Bericht entnehmen. Ich will noch ein Wort sagen zum Gedenken. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass wir in Deutschland auf ein solches Terrorereignis in solcher Dimension in Deutschland nicht wirklich vorbereitet waren. Es hat Bemühungen gegeben, es hat das Gespräch des Bundespräsidenten mit den hinterbliebenen Opfern gegeben. Es hat Anteilnahme in vielfacher Form gegeben. Aber es ist doch von den Betroffenen ja eine staatliche Anerkennung vermisst worden, wie sie beispielsweise durch den französischen Präsidenten bei den dortigen Ereignissen gegeben war. Es wird jetzt ein Nachholen geben, ein Gespräch mit der Frau Bundeskanzlerin, an dem ich auch teilnehme, am 18., also kommenden Montag. Es wird eine Gedenkveranstaltung am Dienstag geben, die, glaube ich, sehr würdig gemeinsam mit Berlin und der Bundesebene gestaltet sein wird. Der Bundespräsident wird daran auch teilnehmen und viele andere. Aber wir müssen uns das vornehmen. Ich will noch mal an meinen Ausgangspunkt erinnern. Das sind Menschen betroffen, sozusagen stellvertretend, obwohl unsere ganze Gesellschaft gemeint war. Und das muss aufgenommen werden. Das muss auch im Gedenken einen entsprechenden Platz und eine entsprechende Form finden. Die Gedenkstätte selber, ich habe in dem Kuratorium mitwirken können, die Gedenkstätte selber scheint mir sehr würdig zu sein. Und sie ist in der jetzigen Form, also die Auswahl unter vielen Einsendungen, sie ist in der jetzigen Form gewählt worden, weil vor allen Dingen die Vertreterinnen, es waren Frauen in dem Fall, die Vertreterinnen der Hinterbliebenen, sich dieses Gedenken gewünscht haben, weil auf den Stirnseiten der Treppenstufen sehr deutlich und als Einzelpersonen erkennbar die Opfer in Erinnerung gehalten werden. Und das ist auch ein solcher Punkt, der, glaube ich, sehr sorgfältig mit bedacht werden muss. Lassen Sie mich erwähnen, dass es viel Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland, aber eben auch schwerpunktmäßig aus Berlin gegeben hat. Ich habe gelesen, schon bevor ich die Aufgabe übernommen hatte, der Berliner sei sozusagen schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen. Das war vielleicht die eine Seite, sich nicht von einem Terroristen sein Leben bestimmen zu lassen. Aber es gab dann ganz, ganz viele,
die sich an mich gewandt haben, sicher auch vorher schon an andere, unmittelbar an die Hinterbliebenen und so weiter, die ihre Anteilnahme signalisiert haben. Und es gab sehr, sehr viel materielle Hilfe, die wir über den Weißen Ring, über das Rote Kreuz, über kirchliche Organisationen und so weiter, dann ergänzend den Betroffenen zur Verfügung stellen konnten und die viel Hilfe geleistet haben. Ich will zwei Beispiele nennen, um das zu illustrieren. Eine Familie aus meinem Heimatland Rheinland-Pfalz kommend hat die Studienkosten für eine junge Frau übernommen, die beide Eltern verloren hat für die gesamte Zeit des Studiums. Eine andere Frau hat mir angeboten, eine Ferienwohnung für besonders Betroffene, die mal raus müssen aus ihrer Situation, um sich wieder erholen zu können, an der Nordsee zur Verfügung zu stellen. Also sehr praktische, auch materiell bedeutende Hilfen, aber auch kleine Hilfen, die genauso von Herzen kamen. Mir ist das wichtig, es zu betonen, weil diese Form von Anteilnahme in unserer Gesellschaft ja nicht immer vermutet wird, aber sie war sehr deutlich und hält noch an. Gerade jetzt mit Berichterstattung der letzten Tage kommen wieder Angebote, wo kann ich helfen, wo kann ich Ihnen etwas spenden. Ich möchte auch ein Wort zur Pressearbeit sagen. Nach einigen Ausrutschern am Anfang, die mir geschildert worden sind, also Überbringen der Todesnachricht vor laufender Kamera, haben diese Formen dann ein Ende gefunden. Und es ist mit wenigen Ausnahmen, wie ich finde, in äußerst verantwortlicher Form von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen mit diesem Spannungsverhältnis zu informieren, die Angehörigen und die Opfer selber dabei nicht zu vergessen und nur über den Täter zu berichten, aber eben auch die Gefühlslage, die oft schwere Betroffenheit seelischer, psychischer Art der Hinterbliebenen und der Angehörigen, auch von Verletzten, der Verletzten selber zu schonen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie mit diesem Spannungsverhältnis umgegangen worden ist. Wie geht's weiter? Wir haben noch eine Reihe von Einzelfällen, wo es jetzt um Rentenfragen etc. geht, die noch gar nicht abschließend bearbeitet sein können, weil die gesundheitlichen Behandlungen noch nicht abgeschlossen sind und vieles andere mehr. Die würde ich gerne noch begleiten, bis sie geklärt sind, bis Ende März. Und ich würde gerne diesen Zeitpunkt nutzen, also diesen Zeitraum, nutzen, um eben auch die politischen Wege und Entscheidungen, die jetzt eingeleitet werden, noch mit zu begleiten. Die Bundesregierung hat mir heute Morgen in der Kabinettssitzung dafür grünes Licht gegeben. Soweit von meiner Seite. Ich will schließen mit einem Dank an Minister Maas und sein Haus und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich weit über das Maß des normalen beruflichen Engagements mit dieser Aufgabe identifizieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beck. Herr Maas. Der Terroranschlag am Breitscheidplatz im letzten Jahr hat unsagbares Leid über viele Familien gebracht. Aus Deutschland, aber auch aus Polen, Italien und Israel. Diejenigen, die einen Angehörigen verloren haben, oder diejenigen, die bis heute unter den Folgen des Anschlages leiden, deren Leid können wir wahrscheinlich gar nicht ermessen. Und diese Menschen sind zu Opfer geworden, weil sie stellvertretend für uns alle getroffen worden sind. Und deshalb darf der Staat und die Gesellschaft sie jetzt auch nicht alleine lassen. Das Erste, was der Staat zu tun hat, ist dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Fall wie der Fall Amri nicht wiederholen kann. Und deshalb hat die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode eine Vielzahl von gesetzlichen Veränderungen vorgenommen, etwa bei der besseren Kontrolle und Überwachung von Gefährdern, aber auch der erleichterten Abschiebung von Gefährdern, die dafür sorgen sollen, dass sich zumindest ein solcher Fall Amri in Deutschland nie mehr wiederholen kann.
Die Bundesregierung und damit auch der Staat haben aber auch die Aufgabe, die Opfer und die Angehörigen nach einem solchen Anschlag zu begleiten. Und dabei lernen wir auch und dabei wollen wir auch besser werden. Der Abschlussbericht des Opferbeauftragten von Kurt Beck hat zunächst einmal deutlich gemacht, dass neben den Fragen finanzieller Leistungen auch die Betreuung von Angehörigen und Opfern unmittelbar nach einem solchen Anschlag von besonderer Bedeutung ist. Kurt Beck ist derjenige gewesen, der zentrale Ansprechpartner geworden ist und dann helfen konnte, wenn es um Antragstellung geht, wenn es um die Vermittlung von Kontakten gegangen ist. Und dafür bin ich ihm außerordentlich dankbar. Er hat das mit großem Engagement gemacht. Und viele, die mit ihm Kontakt hatten in dieser Zeit, können das auch berichten und bestätigen. Die Frage, die wir uns nun stellen, auch aus dem Abschlussbericht, ist, was können wir für die Zukunft daraus lernen? Und deshalb haben wir das heute Morgen auch im Kabinett nicht nur vorstellen lassen von Kurt Beck, sondern wir haben auch darüber beraten und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorschläge von Kurt Beck von der Bundesregierung jetzt auch umgesetzt werden sollen. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass es in Zukunft eine zentrale Anlaufstelle gibt, bei der die Betroffenen Anträge einreichen können, aber auch vermittelt werden an die zuständigen Behörden. Das heißt, dass man nicht selber sich kundig machen muss, wer ist eigentlich zuständig, da wir unterschiedliche Fonds haben, unterschiedliche Entschädigungsformen. Und diese Arbeit wollen wir den Angehörigen oder den Opfern abnehmen. Eigentlich ist es schlimm, dass wir eine solche Stelle brauchen, aber bedauerlicherweise ist die Realität nun einmal so. Und deshalb wollen wir auch dafür sorgen, und das werden wir innerhalb der Bundesregierung auch zügig angehen, zu definieren, wo das sein wird, ob das weiterhin bei uns im Bundesjustizministerium der Fall sein wird oder an einer anderen Stelle. Wir sind uns auch darüber einig, dass wir mehr Geld für Angehörige und Opfer zur Verfügung stellen wollen. Es sind bisher rund 2 Millionen Euro an Leistungen ausgezahlt worden. Und wir sind auch der Auffassung, und da schließen wir uns dem an, was Kurt Beck auch im Rahmen eines internationalen Vergleiches in diesem Bericht dargestellt hat, dass wir die Entschädigungsleistungen erhöhen wollen, dass wir dafür sorgen wollen, dass es nicht abhängig sein kann, was das Tatmittel ist. Also nach der Rechtslage, die wir in dem Fall hatten, konnten gewisse Zahlungen nur deshalb geleistet werden, weil es sich um ein Fahrzeug handelte, mit dem die Tat begangen worden ist. Das darf natürlich in Zukunft keine Rolle spielen. Wir wollen auch dafür sorgen, dass die Opfer unabhängig von ihrer Nationalität, von den Entschädigungsregelungen, die wir in Deutschland haben, dann auch profitieren. Und das sind Dinge, auf die wir uns heute Morgen im Kabinett verständigt haben, die wir jetzt innerhalb der Regierung zügig beraten werden und Stück für Stück umsetzen. Dort, wo gesetzliche Änderungen erforderlich sind, werden wir Gesetze ändern. Dort, wo es um Verfahrensabläufe geht oder um Fragen, wie man besser organisieren kann, werden wir das auch sehr zügig auf den Erfahrungen von Kurt Beck und aufgrund der vielen Anregungen, die im Bericht enthalten sind, jetzt auch unmittelbar umsetzen, um dafür zu sorgen, dass, wenn es so weit käme, was schlimm genug wäre, wir Opfer und Angehörigen so gut wie möglich betreuen. Vielen Dank, Herr Maas. Ich habe mittlerweile schon eine Reihe von Wortmeldungen vorliegen. 2, 4, 6 Stück sind es. Und die Kollegin dort ist bitte die Erste. Ich hätte 2 Fragen, am liebsten an beide Herren. Zum einen gibt es ja einen Brief der Hinterbliebenen. Da gibt es sehr harte Kritik an der Bundesregierung. Da geht es um die Terrorbekämpfung. Da wird politische Untätigkeit vorgeworfen und Missstände. Da würde ich gern Ihre Ansicht zu hören. Und zum Zweiten, über die von Ihnen jetzt in Aussicht gestellten Erhöhungen der Härteleistungen sagen ja die Hinterbliebenen, man bräuchte pauschalere oder weniger bürokratische Anforderungen für höhere und umfassendere Hilfen, also zum Beispiel bei der Rente oder was Berufsunfähigkeit angehen könnte.
Also auch da würde mich interessieren, warum das nicht jetzt schon Teil Ihrer Vorschläge ist oder ob Sie das ablehnen. Also was die Fragen angeht, wie die Politik umgegangen ist mit den Folgen dieses Anschlages, ist es so, dass wir sagen, ja, wir haben daraus gelernt. Und deshalb wollen wir die Vorschläge, die Kurt Beck gemacht hat, zur besseren Betreuung, etwa von Angehörigen und von Opfern, auch zügig umsetzen. Und wir wollen auch die Leistungen, die es gibt, erhöhen. Bei gewissen Fragen, etwa bei Rentenansprüchen oder bei Berufsunfähigkeitsansprüchen, ist es nun ganz einfach so, dass es oftmals einen langen Zeitraum dauert, bis abschätzbar ist, ob eine Berufsunfähigkeit vorliegt oder welche Form des Rentenanspruches zutrifft für bestimmte Fälle. Wichtig ist uns, dass in der unmittelbaren Hilfe, also insbesondere aus dem Härtefallfonds, sehr zügig umfassende Beträge an Opfer und Angehörige geleistet werden können, die das Leid, das diese Menschen erdulden müssen, in keinster Weise kompensieren kann, die ihnen aber zumindest eine Unterstützung bilden, wenn es darum geht, die praktischen Folgen eines solchen Anschlages und der Verlust eines Angehörigen oder eine schwere Verletzung mit sich bringen. Und das werden wir halt innerhalb der Bundesregierung sehr zügig angehen und dann auch umsetzen. Erste Frage war zu dem Brief. Frage ging zu Ihrer Haltung zu dem Brief. Wenn die Angehörigen und die Opfer das in einem solchen Brief formulieren, dann haben wir das zu akzeptieren und wir haben das auch zu respektieren. Vielleicht darf ich eine Anmerkung dazu machen. Ich habe die Gespräche, die manchmal auch so gelaufen sind, da ich als Ansprechpartner da war, habe ich auch die Kritik erlebt. Ich habe mich immer in die Lage zu versetzen versucht, wie würde ich reagieren, wenn mein Sohn oder meine Frau betroffen gewesen wäre. Und das relativiert dann eben die Erwartung, dass man aus Betroffenheit heraus immer nur objektiv und abgewogen solche Betrachtungen anstellt. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass man, ich habe es vorhin gesagt, im Vergleich auch zur Reaktion in anderen Ländern, eben eine größere Anteilnahme von staatlicher Seite in demonstrativer, offener Weise auch erwartet hätte. Lassen Sie mich zu den Forderungen eines Fonds. Ich weiß, das kommt von einem Anwalt, der diese Vorschläge auch öffentlich gemacht hat, sagen, ich habe es vermieden, das ist eine Lehre aus 20 Jahren Regierungsverantwortung, von unbürokratischen, schnellen Hilfen, die pauschal ausgezahlt werden, zu reden. Das gibt es übrigens nirgendwo. Es gibt teilweise Fonds, aber wenn Sie dann hinschauen, gibt es Bedürftigkeitsprüfungen und vieles andere, auch in anderen Ländern. Und ich weise darauf hin, wie soll denn eine solche Entschädigung bemessen werden? Nehmen wir den Mann, der ein Leben lang schwerstbehindert bleiben wird. Da haben wir aus dem Härtefonds zwischenzeitlich Leistungen der Größenordnung von deutlich über 300.000 Euro. Weitere werden möglicherweise folgen, plus der Rentenfolgen. Das ist nicht einfach, ein solcher Fall mit anderen Fällen zu vergleichen, zu sagen, jetzt zahlen wir pauschal eine Summe aus. Und, das muss man bittererweise sagen, es hat auch den Versuch von Trittbrettfahrerei gegeben. Dann Zusatz? Ja, ich würde gerne einmal noch an den Bundesjustizminister die Nachfrage. Sie sagten jetzt, Sie respektieren die Vorwürfe, was die politische Untätigkeit und die Missstände angeht. Heißt das, Sie weisen die nicht zurück als Bundesregierung, dass da bei der Terrorabwehr im Vorfeld etwas nicht korrekt gelaufen ist oder nicht optimal? Das sind, glaube ich, allgemein politische Fragen, zu der kann jeder seine Auffassung haben.
dass wir auf diesen Anschlag reagiert haben mit einer Vielzahl von gesetzlichen Änderungen, ist Ihnen, glaube ich, allen bekannt. Aber ganz sicherlich werde ich mich nicht hier hinsetzen und den Brief von Angehörigen von Opfern eines Terroranschlages zurückzuweisen oder was auch immer. Wir nehmen das zur Kenntnis, dass wir alles dafür getan haben und auch weiterhin alles dafür tun, um das Risiko von Terroranschlägen in Deutschland so niedrig zu halten wie möglich. Bedauerlicherweise kann man in einer freien Gesellschaft keine absolute Sicherheit garantieren. Das ist die Haltung, die die Bundesregierung immer vertreten hat und die sicherlich auch jede zukünftige Bundesregierung vertreten wird. Herr Bunker. Herr Beck, weshalb haben Sie in Ihren Vorschlägen darauf verzichtet, eine Verwaltungsvorschrift anzuregen, mit der ein Bundeskanzler zukünftig bei einem vergleichbaren Terrorakt normal reagiert in Form eines Kondolenzschreibens, eines Treffens mit Angehörigen und des Eintretens für einen Staatsakt? Glauben Sie, dass das Fehlverhalten in dem Fall, zu dem Sie berichtet haben, eine nachhaltige Lehre für die Zukunft ist, sodass solche Fehlentscheidungen, wie auch Angehörige sagen, in Zukunft ausbleiben? Und Sie sprachen von Trittbrettfahrerei. Gehe ich da recht in der Annahme, dass Sie Erfahrung gemacht haben mit Opferanwälten, die ihren Geschäftszweig auch in der Vertretung von Opfern sehen? Und gibt es da Grenzen und Beschränkungen? Zu Ihrer ersten Frage. Ich bin mir sicher nach Gesprächen auch mit der Frau Bundeskanzlerin, dass keinerlei herabsetzende Absicht mit dem Verhalten verbunden war. Aber doch die Einschätzung, dass das Gespräch mit dem Herrn Bundespräsidenten noch mit Joachim Gauck diese staatliche Anteilnahme ausreichend signalisiert hat. Ich bin ganz sicher nach den Gesprächen, dass man daraus Lehren gezogen hat, dass bei den Betroffenen eben da ein Mangel empfunden worden ist. Und ich bin sicher, das ist nicht durch irgendeine Vorschrift zu regeln, sondern durch die jetzt eingetretene Erkenntnis sichergestellt für die Zukunft. Mein Hinweis auf Trittbrettfahrer bezog sich auf die Forderung, ungeprüft sozusagen Finanzbeträge auszuzahlen. Wir haben und die bearbeitenden Stellen haben in dem Fall deutlich erkannt, wenn es sich um nicht berechtigte Hilfe handelte und die von vornherein ausgeschlossen. Ich habe darauf verzichtet, darüber zu kommunizieren, weil das absolut ein Nebengleis ist und es mir darauf ankommt, den Betroffenen eben zur Seite zu stehen. Und das andere haben wir hingekriegt. Sie wissen, in Frankreich hat es Leute gegeben, die auch Leistungen erhalten haben, die sie nicht zu gut hatten. Und über anwaltliche Leistungen will ich nur sagen, ich habe diametral unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit hervorragenden Vertretungen und anderen. Jetzt geht es gleich daneben weiter. Herr Beck, eine Frage an Sie. Sie haben sich jetzt 9 Monate damit befasst. Sie haben mit vielen Leuten gesprochen, Politikern, mit den Angehörigen, mit Anwälten und so weiter, haben Vergleiche international auch angestellt. Würden Sie sagen, dass über das hinaus, was Sie in dem Bericht zusammengetragen hat, was sich verändern muss, was sich verbessern muss, dass es da auch Dinge gibt, die gut laufen, auch vielleicht im Vergleich mit anderen Ländern, wo Sie sagen, da haben wir in Deutschland einen guten Standard, den sollten wir uns so bewahren und das auch würdigen? Ich habe ja darauf hingewiesen, dass ich glaube, dass dort, wo wir reguläre Versicherungsleistungen haben, das gut läuft. Ich will ausdrücklich betonen, dass mich eine ganze Reihe von
Menschen, die teilweise schwer verletzt waren, ausdrücklich gebeten haben, ihren Dank an Krankenhäuser, an die Ärzte und Pflegepersonal weiterzugeben. Ich habe in Gesprächen mit Ärzten immer nach Zustimmung der Patienten erlebt, wie tief oft Ärzteteams auch in diese, ich sag mal, psychosoziale Lage von Menschen eingedrungen sind, um zu helfen, um eben auch Schritte mitzuebnen, damit wieder eine Integration in ein normales Leben möglich ist. Und ich habe ein hohes Engagement vorgefunden, beispielsweise auch dort, wo es darum ging, dem polnischen Spediteur zu helfen. Ich habe mit ThyssenKrupp, mit dem CEO Verbindung gehabt und auf jede Hinweise, es könnte da Schadensersatz verlangt werden, ist positiv reagiert worden. Oder Scania hat ein wirklich großzügiges Angebot gemacht, auf alle Leasingzahlungen zu verzichten in der Zeit, dass der LKW beschlagnahmt war, zuerst von deutschen, dann von polnischen Behörden, ihn kostenfrei wiederherzustellen oder, weil ja ein Angehöriger, der erschossen worden ist, des Spediteurs, den LKW kostenfrei zurückzunehmen. Also auch in solchen Fällen habe ich wirklich eine Empathie empfunden, die sich da hineingefühlt hat. Und ähnlich ging es auch beispielsweise bei der Verkehrsopferhilfe. Also das ist ein großer Strauß von guten Erfahrungen, die gemacht worden sind und die doch auch von Menschlichkeit in unserer Gesellschaft zeugen. Frau Goldhardt. Zwei strukturelle Fragen. Herr Beck, Sie haben deutlich gemacht, was der Unterschied ist bei einem Terroranschlag gegenüber anderen großen Unglücksfällen. Das ist auch klar. Gleichzeitig würde man sich das, was die Koordinierungsleistung einer solchen zentralen Stelle wäre, zum Beispiel ja durchaus auch wünschen für andere große Unglücksfälle. Und Sie haben angesprochen eine Stelle im Auswärtigen Amt. Sie sprechen in Ihrem Abschlussbericht auch an die NOAH-Stelle im Innenministerium, angesiedelt bei Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Machen die das nicht oder wie würden Sie diese beiden Stellen gegeneinander abgrenzen? Was machen die Unterschiedliches? Und die zweite Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bezieht sich Ihr Vorschlag für das Opferentschädigungsgesetz nicht nur auf die Opfer von Terroranschlägen, sondern was die Renten- und Hinterbliebenenleistungen betrifft, auch allgemein auf andere Verbrechensopfer. Und da wäre dann auch die Frage an Herrn Maas, ob Sie das auch heute im Kabinett besprochen haben. Ich will noch ergänzend hinzufügen, dass derzeit auch beim Bundesverkehrsministerium eine solche Stelle für große Verkehrsunfälle aufgebaut wird, mit all den Repräsentanten, die diese Arbeit dort leisten in den Ministerien oder über NOAH für ein Ministerium, habe ich eng zusammengearbeitet. Und mein Vorschlag beinhaltet ausdrücklich, dass wir diese Stellen dann und ihre fachliche Qualifikation jeweils in einer Vernetzung innerhalb der Bundesregierung mit einsetzen würden. Also es braucht, wenn man so eine Einrichtung wie NOAH hat, nicht Vergleichbares, weil es nichts Besseres gibt. Das ist, glaube ich, wirklich hervorragend. Also dann Amtshilfe, wenn man so will, in einem Fall, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Im Übrigen haben 6 Bundesländer ähnliche Einrichtungen zwischenzeitlich auch geschaffen. Ich hoffe, dass die anderen noch folgen werden. Opferentschädigung, ja, es muss immer auch eine Vergleichbarkeit zu anderen Opfern gesehen werden. Aber das war nicht meine Kompetenz, jetzt dazu Vorschläge zu machen. Ich bin sicher, dass in der Bundesregierung und im Bundestag, wo ja dieser Antrag beraten wird, dass dort man auch diese Verhältnisse sieht. Also bei Terroranschlägen geht es um einen gezielten Angriff auf den Staat und seine Gesellschaft, bei dem einzelne Mitglieder dieser Gesellschaft stellvertretend für den Staat zu Opfer werden. Das ist schon eine besondere Situation. Wir haben darüber im Kabinett aber nicht konkret gesprochen,
Aber wir werden uns natürlich auch mit Fragen auseinandersetzen, wie das zum Beispiel im Verhältnis zu einem Amoklauf und den Opfern, die dabei zu beklagen sind, zu regeln sein wird. Aber das bleibt den weiteren Beratungen jetzt erst einmal vorbehalten. Dann habe ich Frau Müller als Nächste. Herr Beck, können Sie uns noch mal kurz sagen, wie das mit Ihrem Team war? Wie viele Leute waren da genau drin? War das Ihrer Meinung nach auch genug, was Sie sozusagen an Ausstattung hatten, personell und finanziell? Also gab es in den letzten Monaten irgendwas, wo Sie gesagt hätten, da hätte ich eigentlich gern mehr gemacht, aber ich konnte das nicht, weil ich entweder nicht genug Leute oder nicht genug Geld für irgendwas hatte? Beides kann ich verneinen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es sind zwei, die Fulltime sozusagen vorrangig für mich gearbeitet haben, plus einer Zuarbeit, die auch im Zweifelsfall vorrangig für diese Aufgabe da war. Insgesamt drei Personen, aber wir konnten die Aufgabe bewältigen, auch durch ein weit überdurchschnittliches Engagement der genannten Personen. Also insoweit kann ich mich nicht beschweren. Ich habe auch in keiner Stelle erlebt, dass wir eine Leistung nicht erbringen konnten, weil mir nicht genug Mittel zur Verfügung standen oder weil in den Töpfen, um die es ging, nicht genug Mittel da waren. Das war nicht der Hemmschuh. Der Hemmschuh war, dass diese 10.000 Euro eben festgelegt sind und dieser Betrag, wie ich finde, nicht ausreichend ist. Dann geht es weiter mit Herrn Lohse. Herr Beck, Herr Maas, weil Sie es beide erwähnt haben, dass es einen Unterschied gemacht hat oder hätte, wenn kein Fahrzeug als Waffe eingesetzt worden wäre, können Sie eine Größenordnung nennen, wie dieser Unterschied gewesen wäre? Und das Zweite, da Sie ja Verständnis gezeigt haben für das Empfinden der Opfer, dass die Anteilnahme nicht ausreichend gewesen wäre, gab es denn intern in den Gesprächen etwa von Ihnen, Herr Beck, mit der Bundeskanzlerin mal den Hinweis zu sagen, es wäre vielleicht nicht schlecht, Sie würden so etwas tun, Sie würden sich würden den Opfern kondolieren oder Ähnliches? Oder ist Ihnen das auch jetzt erst, also diese Kritik an der Bundeskanzlerin, letztendlich im Zusammenhang mit diesem Brief so deutlich geworden? Zu Letzterem, ich habe über die Stimmungslage, was diese Frage angeht, immer wieder Hinweise, die bei mir eingegangen sind, auch dem Kanzleramt zur Kenntnis gegeben. Zu der zweiten oder Ihrer ersten Frage, was die materiellen Leistungen angeht, ein konkretes Beispiel. Ich kann keine Zahlen nennen, aber wir hatten die Budenbesitzer, die ja teilweise existenziell getroffen worden wären durch die Zerstörung ihrer Weihnachtsbuden samt Einrichtung, samt Waren und Verdienstausfall. Wir konnten dort eine pauschale Regelung mit der Verkehrsopferhilfe für alle, in einem Fall werde ich heute Mittag noch mal Gespräche führen, wo es ein paar Besonderheiten gibt, aber ansonsten regeln, dass man auch herausgetreten ist aus der üblichen Form, Abschreibungsfristen zu nennen, da wäre für die Leute nichts übrig geblieben, weil Buden, die man ein paar Wochen im Jahr nutzt, die nach üblichen Abschreibungsfristen Normen dann, wenn sie 20 Jahre alt sind, fast auf Null zu haben, das hätte den Leuten nicht geholfen. Wir haben es verständigt, pauschal auf 63% des Wiederbeschaffungswertes dieser Buden. Ähnliches mit entsprechenden Regelungen für die Ausstattung und. Also insoweit, das hätten wir ohne die Verkehrsopferhilfe, also wenn kein Fahrzeug im Spiel gewesen wäre, nicht leisten können. Aber auch schwerst verletzte Personen, die auch materielle Schäden hatten, weil Brillen, Handy, Kleidung für Leute, die oft auf einmal kein Einkommen mehr hatten, in einem konkreten Fall selbstständig,
Einkommensausfall und dann ist man am Rande eben des Existenziellen und dann auch noch auf die Erstattung dieser materiellen Schäden verzichten zu müssen, das wäre alles bitter gewesen. Das sind solche Beispiele, um die es geht. Stichwort verzichten. Ich kriege gerade ein Signal, dass Herr Maas um 12.30 Uhr uns verlassen muss. Ich habe jetzt noch schon lange gemeldet noch Herrn Jordans, die Kollegin hier und noch neu dazugekommen Herrn Wonka und Herrn Weiland. Das liegt jetzt in Ihrer Hand. Herr Wonka hat ja schon mal. Ja, aber wir haben hier keine Fragebeschränkung auf einmal. Ich mache mal mit Herrn Jordans weiter. Oder gibt es jemand, der jetzt ganz dringend noch sofort an Herrn Maas? Das kommt nicht auf 5 Minuten an. Wir machen es zügig. Herr Jordans. Herr Beck, wenn man Interviews mit Hinterbliebenen liest, bekommt man den Eindruck, dass da auch eine gewisse Wut mitschwingt, dass für den Anschlag keiner zur Rechenschaft gezogen wird, trotz der vielen Fehler, die offensichtlich begangen wurden. Also nicht der Attentäter, der ist ja tot, nicht die Polizei oder Sicherheitsdienste, die geschlampt haben, und auch nicht die Bundesregierung, die in der Periode zuständig war. Glauben Sie denn, dass sich diese Wut bei den Angehörigen jemals legen wird, wenn es keine gerichtliche Aufarbeitung gibt? Und Herr Maas, in einem Medienbericht heißt es, dass in Ihrem Ministerium hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, dass auf Behördenseite keiner vor Gericht kommt, weil kein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Ist das auch ohne vorgehaltene Hand Ihr Verständnis zur juristischen Situation? Also ich kann die Frage mit Nein beantworten. Und auch was hinter vorgehaltener Hand, wo auch immer debattiert wird, ist nichts, was ich kommentieren will. Meinerseits kann ich bestätigen, dass natürlich das eine Mischung zwischen Schmerz, Entsetzen und Wut oft war, wenn solche Informationen wieder über Versäumnisse, beispielsweise bei der Überwachung von Amri, öffentlich geworden sind. Das wird auch nicht wegzuwischen sein. Deshalb glaube ich, gibt es nur einen Weg, alles aufzuarbeiten. Ich habe Kontakt mit Herrn Jost gehabt, dem Sonderermittler, wer diese Untersuchung gelesen hat. Ich habe auch mit ihm darüber geredet. Der darf sicher getrost sagen, da ist, ohne jemand zu schonen, offengelegt worden. Und wenn es notwendig ist und sinnreich erscheint, weitere Untersuchungsausschüsse zu installieren, dann sage ich dazu, der Eindruck, es könnte etwas unter den Teppich gekehrt werden, ist für die Betroffenen allemal schlimmer als eine mögliche Untersuchung, die dann nicht mehr besonders viel Neues hervorbringen würde. Also intensive Aufklärung. Und dort, wo Versäumnisse sind, da traue ich allerdings unserem Rechtsstaat, wird es auch entsprechende Folgerungen geben. Bitte schön. Zwei kurze Fragen. Sie haben beide davon gesprochen, dass die Summen erhöht werden müssten, erheblich erhöht werden müssten, wie die 10.000 und 5.000 Euro. Sind dort konkrete Summen bereits im Gespräch? Und daran schließt sich an, Sie haben auch gesagt, dass Sie auch nachträglich für die Opfer des Breitscheidplatzes noch dann davon profitieren sollten. Das schließt ja an, dass Ihre Vorschläge wirklich aufgenommen werden und vom Kabinett und Bundestag in Gesetze gegossen werden. Sie haben gesagt, Sie sind zuversichtlich, dass das jetzt passieren wird. Wie zuversichtlich sind Sie tatsächlich? Wir haben eine geschäftsführende Regierung. Wir haben bis März, wie lange Sie im Amt sind, wahrscheinlich eine neue Regierung. Und das Kabinett tagt auch nicht mehr so häufig. Also über konkrete Summen haben wir heute Morgen im Kabinett nicht gesprochen. Das wird jetzt auch Teil der weiteren Beratung sein. Auch etwa die Frage, ob solche Gesetze rückwirkend in Kraft treten, also ob auch nachträglich Opfer oder Angehörige davon profitieren können. Das ist grundsätzlich rechtlich möglich, aber auch das wird Thema der Beratung sein, die wir jetzt innerhalb der Bundesregierung führen. Am Schluss wird allerdings das Parlament darüber zu entscheiden haben, wie, wenn es gesetzliche Veränderungen gibt, diese dann auch aussehen werden. Dass ich meinerseits natürlich dafür plädiere, dass wir eine deutliche Erhöhung, ich habe bewusst keine Summe genannt, sondern diesen internationalen Vergleich beigefügt, aber dass sich da etwas tut, werden Sie verstehen. Und ich plädiere auch für die rückwirkende Regelung in diesem Fall.
Dafür gibt es eine Chance, dafür bin ich dankbar. Und ich habe Abgeordneten, die mich angesprochen haben, auch signalisiert, dass ich zur Verfügung stehe für weitere Gespräche im Zuge der Besprechung des Antrags, der jetzt vorliegt, und von Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Herr Wonka. Ich wollte nur wissen, weil Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie die Stimmungslage der Angehörigen, was die staatliche und die merkelsche Zuwendung angeht, immer wieder im Kanzleramt vorgetragen haben. Meine Frage, es ist ja nichts geschehen. Zur Kenntnis gebracht. Zur Kenntnis gebracht, genau. Meine Frage, wurde Ihnen nicht zugehört? Haben Sie die falschen Leute nur sprechen können? Oder wurde Ihnen erklärt, wieso erst jetzt ein Besuch und wieso erst jetzt eine Begegnung mit den Angehörigen möglich ist? Und wussten Sie davon schon seit Monaten, dass das jetzt im Zusammenhang mit Ihrem Bericht geschieht? Ich habe im Zuge meiner Arbeit alles vermieden, was als Parteiengezänk ausgelegt hätte werden können. Und das möchte ich auch gerne weiterhin so halten. Herr Weiland. Herr Beck, Herr Maas, noch eine abschließende Frage zum Opferentschädigungsgesetz. Als Nichtjurist habe ich auch kurz nach dem Anschlag gelernt, dass im Opferentschädigungsgesetz eine gezielte Attacke mit einem Kraftfahrzeug nicht als Entschädigungsgrund gilt. Und das hat für viel Aufregung gesorgt. Sie haben ja auf dieses Verkehrsopfer Gesetz der Freiwilligenzusammenschluss der Versicherungswirtschaft hingewiesen. Sie haben hier auch formuliert, dass in der 18. Legislaturperiode darüber diskutiert wurde. Bislang gibt es ja keine Gesetzesänderung. Sie schlagen aber vor, dass das hier eine klarere Regelung für Attacken mit Kraftfahrzeugen geregelt werden soll. Meine Frage darüber hinaus, haben Sie sich auch Gedanken gemacht über mögliche Formen von Terrorangriffen, die wir noch gar nicht sozusagen, die möglicherweise ebenfalls nicht abgedeckt werden durch das Opferentschädigungsgesetz? Oder bezieht sich Ihr Vorschlag jetzt rein auf ein Kraftfahrzeug? Also gibt es vielleicht möglicherweise noch andere Lücken, die im Opferentschädigungsgesetz vielleicht noch gedeckt werden müssen? Also das will ich nicht ausschließen. Wir wollen allerdings nicht, dass Entschädigungsleistungen unabhängig davon, wie einzelne Entschädigungsansprüche sich substituieren, im Ergebnis davon abhängig sind, mit welcher Tatwaffe ein Terroranschlag begangen worden ist. Und insofern geht es nicht nur darum, das zu erweitern, auch über Verkehrsmittel hinaus, sondern es geht tatsächlich auch um die Frage, wie können Terroranschläge begangen werden und wie kann man Vorsorge dafür treffen, dass wir nicht noch einmal einen solchen Fall haben, dass gerade weil ein Fahrzeug verwandt wurde, eine bestimmte Entschädigungsregelung greift. Aber auch das wird jetzt Gegenstand der Beratungen sein, die wir innerhalb der Bundesregierung führen. Kurze Nachfrage. Also Sie könnten sich durchaus vorstellen, dass man etwas, vielleicht sogar einen Katalog nochmal aufnimmt oder das allgemeiner fasst. Denn die Möglichkeit, man kann sich ja viel ausdenken, was man unter einen Terrorangriff subsumieren kann. Und wir hatten ja in diesem Fall konkret den Fall, dass die Menschen, die dort durch das Kraftfahrzeug, durch den LKW umgekommen oder schwer verletzt worden sind, konnten nicht nach dem Opferentschädigungsgesetz bis heute entschädigt werden. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Opferentschädigungsgesetz hätte nicht automatisch gegriffen. Es gab sogar ernste Zweifel. Aber es gab sehr früh ein Agreement, dass es angewandt wird. Der Zweifel und die Interpretation, wir wenden es an, der darf ja auch nicht bestehen bleiben. Das ist Teil meines Vorschlages. Also es ist angewandt worden, sonst wären viele Dinge nicht möglich gewesen. Also es wird sicherlich keine Liste geben von möglichen Tatmitteln. Ich hatte mir auch bisher nicht vorstellen können, dass man Terroranschläge mit einem LKW begeht. Das heißt, es muss eine allgemeinere, grundsätzlichere Formulierung geben, die ganz einfach ausschließt, dass ein Tatmittel dann über Ansprüche entscheidet oder nicht. Dann danke ich mit einem Blick auf die Uhr unseren Gästen für ihr Kommen, den Kollegen für die Fragen und schließe die Pressekonferenz. Danke bei Ihnen. Von UNAMID-Kräften in Darfur auf absehbare Zeit keine sinnvolle Alternative.
Ja, soweit die Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz zum Thema Opferbericht des Opferbeauftragten der Bundesregierung zu den Opfern des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember vor einem Jahr. Sie haben Kurt Beck gehört, der sich hier nochmal dargelegt hat, welche Konsequenzen aus seiner Sicht daraus zu ziehen sind. Insbesondere sollte es, meinte er ja, einen besseren und erheblich koordinierteren Umgang auch geben hinsichtlich der Betreuung, der Unterstützung, auch für Kontakte von Angehörigen, von Hinterbliebenen. Anlaufstellen sollten verbessert sein, möglichst schnell nach einem solchen Anschlag. Und schließlich spielt hier auch die Frage der Entschädigung eine große Rolle, wo andere Länder ja offenkundig erheblich weiter sind, als das bei uns hier in Deutschland der Fall ist. Ja.